Hab ich ein Starterjahr, gell? Ja. Wegen SNC bei deinen. Hier ist aus, hier ist an. Ist noch neutral, Jonas? Nee. Nee. Was hab ich gesagt? Und das war eine mit 250er? Würde nicht reichen. Das sind 250, oder? Sagen wir 250. Okay. Einmal krass. Ich hab das Gefühl, das Bobbel ist zu klein für mich von der Körperdrüse. Okay. Ja, das habe ich jetzt vor, ich hab meine Maschine.
macht ihr Bock sowas? Woher kommt ihr? Okay. Der Kurs. Ja? Was sind wir? Okay. Wie so weit weg ist es oder was? Genau, wo stehen. Okay, mein Telefon geht schon wieder. Mit Lederkombi auf der Rennstrecke. Also sowas bekloppt ist. Wie findest du als Fahranfänger, wie fahre ich denn? So auf einer Strecke. Schnell genug. Schnell genug, gell? Nee, ich finde schon geil sowas. Seit wann fährst du überhaupt Moped? Ich habe angefangen mit 15 Mofa. Und von da an eigentlich Rollerleiter, dann halt Suzuki DRZ mit 400er. Okay. Und dann eben die SMC jetzt. Nee, sowas hat mir schon zusagen, nur ich bin halt einer, der versteht es nicht, warum soll ich mir so eine Karre kaufen, wenn ich so nirgendwo legal fahren darf. Man kann sie eh nicht zulassen, die Dinger. Nur auf der Rennstrecke finde ich es fast zu schade. Die kannst du zulassen, oder? Die waren ja gar nicht zulassen, also die kannst du auch zulassen. Ja, wie viel PS? 7 kW, sowas. Scheineintrag und kannst du nicht offen zulassen. Ja, gut. Ja, da guckt der Hammer wieder, dann wäre fertig, die dann gedrosselt. Nee, ich wäre dann eher für die 300er EXC so um den Dreh. 300er, 350er, 250er EXC. Mit zwei Takter. Das wäre dann so meins. Also wirklich das total Extreme zur SMCR dann. Ich wollte für meine vielleicht mal einen Radsatz eben holen, aber ist nicht. Ja gut, ich habe erst 690er Kawasaki gefahren. Okay. Aber das brauchen wir dann nach einem halben Jahr nicht mehr. So große Einzylinder gibt es im Kawasaki? Hä? So große Einzylinder gibt es im Kawasaki? Ja, eher 6N halt. Mehr geht bald. Ach so, ich dachte schon. Nee, geht über Motor. Jetzt mache ich mich. Nee. Ich bin Arbeitsverlänger. Nicht umschließen. Ja, geil ist es schon eben. Mhm. Fahrt ihr Schutzkleidung drunter, ja, gell? Ja. Nur oben rum habt ihr unten irgendwie was. Gibt's da was für Hosen? Ja, unten haben wir halt die Knieschone, wo halt bis runter in den Stiefel gehen. Okay. Und dann halt die fetten Stiefel. Aber da oben, das ist halt bis dahin ungeschützt. Ja, das ist für den Knien. Das finde ich halt auf der Straße schön, Lederkombi. Mit Rennstrecke und Lederkombi geht glaube ich gar nicht so in der Art. Du weißt nicht. Oder? Nee, weil es zu warm ist, weißt du? Nee. Also ich habe damit echt keine Probleme, auch also im Sommer. Gut, da haben wir jetzt viel Luft abgekriegt, aber wenn wir mal nur eine Schleife fahren. Da. Nee, ist das meine Karre, ganz extrem, ich kann nicht machen. Ich kann ja schnell fahren. Bringst du trotzdem wieder zurück. Erstmal danke für die Erfahrung. Jetzt kannst du deine gleich verkaufen. Nee. Auf Supermoto bleibe ich schon, ich hätte halt auch zusätzlich Lust auf sowas. Ist was anderes. Ja, klar ist was anderes. Der fordert dich ein.